dann zeige ich euch nochmal Zelda hier für das SNES mit dem Super Game Boy. Also auch das funktioniert einwandfrei. Das sieht auch eigentlich gar nicht mal so ganz so schlecht aus. Ich meine, für 1993 ist das ja immerhin schon mal eine ganze Menge. Das muss man ja sich dann mal überlegen. Gut, der Bildschirmausschnitt ist natürlich jetzt hier entsprechend klein, aber ich glaube, wenn man es jetzt noch größer machen würde, dann wäre die Auflösung, würde dann einfach nichts mehr aussehen. Ich finde, so geht das eigentlich immer noch. Sieht immer noch so ganz nett aus, auch mit den Rahmen. Das ist so ganz schön gemacht, so einem Gameboy-Bildschirm entsprechend nachempfunden. So, gucken wir. Ah, okay, jetzt habe ich zumindest schon mal immerhin mein Schild. Und dann schon mal etwas. Ja, genau, jetzt habe ich mein Schild. Jetzt können wir, glaube ich, raus. Ja, ja, sieht halt so aus wie ja, das erste Zelda, was für den Game Boy auf den Markt gekommen ist. Insgesamt muss man sagen, ist das so ganz nett, weil es ja wie der Game Boy Color das Spiel dann zumindest mal so ein bisschen auf vier Farben erweitert. Sieht natürlich dann trotzdem immerhin schon mal besser aus als auf dem Original Game Boy Monochrom. Und von daher ja, ist so ganz nett, ist eine ganz nette Funktion und gut, muss immerhin bedenken, dass es ja den Super NES dann doch um eine Vielzahl von Game Boy Spielen dann in der Spielbibliothek bereichert und ja, jedes Original Gameboy Spiel dann am Super NES spielen zu können, ist ja grundsätzlich eigentlich schon mal eine ganz feine Sache. Hier jetzt mal ein Gameboy Color Spiel, was ich hier eingelegt habe. Grundsätzlich wird mir hier sogar auch angezeigt, dass ich hier das Gameboy Color Spiel ja, eingelegt habe, aber ich habe hier keinerlei Möglichkeit, das Spiel zu starten. Ich hatte da anfänglich irgendwie zumindest mal so eine Art Fehlermeldung erwartet, die irgendwie sagt, hier, ich kann hier kein Modul oder irgendwas erkennen. Aber ja, also er wird hier sogar, ja, er lädt hier sogar bis zum Startbildschirm und gibt dann hier unten entsprechend die Meldung, oh, this game can only be played on a Game Boy Color. Ja, okay, ist klar. Ich vermute mal, dass es einfach die Standardmeldung ist, die vielleicht auch auf dem Game Boy Monochrom oder auf dem Ur-Game Boy ausgegeben wird. Jetzt kann der Spaß losgehen. Und wenn du das Super Nintendo schon besitzt, kannst du jetzt auch alle exklusiven Game Boy Spiele darauf spielen. Du brauchst nur noch einen Super Game Boy dazu. Das ist cool. Super Game Boy. Das muss ich haben. Super Game Boy macht's möglich. Jetzt kannst du all deine Game Boy-Spiele auch auf dem Super Nintendo spielen und ganz neu erleben. Das ist eine echte Sensation. Vielfach größer auf den großen TV-Bildschirmen. In Farbe, mit eigener Farbwahl, mit selbstgestalteten Spielspaßrahmen und in Super Stereo Sound. Dann habe ich hier das Teil, auf das ich jetzt ein bisschen länger gewartet habe. Einfach jetzt bedingt auch durch die Feiertage. Ja, und ja, das wollte ich unbedingt gerne haben, bevor ich mit meiner kleinen Review zum SNES beginne. Und zwar, das ist der Universal Adapter. Also es gibt da verschiedene Adapter. Ich habe jetzt hier diesen mit dieser Kennung AD29. Ja, der Universal Adapter bietet euch die Möglichkeit, dass ihr US-amerikanische und japanische Spiele spielen könnt. Die US-amerikanischen Spiele würden ja grundsätzlich so erstmal gar nicht in den Modulslot hineinpassen. Und selbst wenn, dann würde das ohne Mod auch überhaupt gar nicht ja, laufen. Die japanischen Spiele würden zwar vom Format her passen,
aber trotzdem laufen sie dann nicht. Und das ist jetzt hier tatsächlich so ein bisschen tricky. Ich wusste das jetzt auch erst nicht und habe mir dann ein italienisches Video angeguckt, um überhaupt mal die Funktion zu begreifen. Also ihr müsst hier in den hinteren Slot tatsächlich ein PAL-Modul stecken, also ein europäisches Modul. Und im vorderen Slot könnt ihr dann das entsprechend entweder US-amerikanische oder das japanische Modul stecken. Und anscheinend ist es wohl irgendwie so, dass sich dann, ja, ich weiß nicht, ich vermute mal, dass sich hier dieser Adapter dann irgendwie dieses ROM oder dieses BIOS vielleicht von dem PAL-Modul zieht und ja, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall müssen beide Module stecken. Ich habe es nämlich irgendwie am Anfang ausprobiert und habe dann jedes Modul in einen von den beiden Slots gesteckt und funktioniert überhaupt gar nicht und dann habe ich die Module noch gereinigt und hier auch den Adapter gereinigt und ja, geht nicht. Also darauf müsst ihr achten, ihr müsst dann immer im hinteren Bereich dann ein PAL-Modul stecken haben, damit ihr dann die Importspiele spielen könnt. Ich kann euch das auch gerne gleich nochmal zeigen. Also aussehen müsste das dann so, also ihr habt jetzt hier im hinteren Bereich dann ein PAL-Modul stecken und müsst dann hier in den vorderen Bereich zum Beispiel hier dieses japanische Modul hier einstecken und nur wenn die beide jetzt hier so gesteckt sind, könnt ihr das Ganze dann in den Nintendo einsetzen. Machen wir jetzt auch einfach gerade nochmal und dann sieht das Ganze dann so aus und dann funktioniert das auch entsprechend. Machen wir nachher dann auch gleich noch am Bildschirm oder Monitor zusammen. Verkauft wurden die Spiele in solchen Pappkartons, was dann ja wieder zur Folge hatte, dass sie halt dann meistens nicht so wirklich gut erhalten aussehen, wie jetzt zum Beispiel hier an diesem Beispiel. Das war, ja, ist die PAL-Version, zwar eine italienische Version, aber PAL, also läuft auf jeden Fall und die Sprache ist sowieso auf Englisch. Das hat sich aber dann auch nicht mehr im Nachfolger des N64, ne? Das ist ja dem Grunde nach das Gleiche. Ne? Also hier haben wir jetzt nochmal im Vergleich das N64er Verpackungslayout, das ich jetzt mal mittlerweile hier so in eine Kunststoffhülle eingetütet habe, damit es besser erhalten bleibt. Aber ja, das hat natürlich wieder die üblichen Folgen, dass viele von diesen Kartons einfach weggeworfen worden sind oder sie haben halt, wie hier zu sehen, ja, ganz fürchterliche Gebrauchsspuren. Ja, dann öffnen wir hier mal und schauen uns mal den Inhalt an. Da kommt uns dann auch noch relativ viel Pappkarton entgegen. Also einmal das Modul, das lagert hier in so einem Pappkarton. Und dann hier entsprechend natürlich noch das Anleitungsheftchen. Schön hier bei diesen SNES-Heftchen ist die Tatsache, dass hier dann auch schon farbig abgedruckt wurde. Also das sieht schon wirklich alles recht schön aus. Hier ist auch die Beschreibung in Deutsch, wenn auch das Spiel selber in Englisch ist. Aber gut, wer braucht denn jetzt Tennis auch schon auf Deutsch? Also ist nett gemacht, so sieht es aus. Das ist also jetzt hier die europäische Variante. Hier habe ich mal ein US-amerikanisches Spiel. Die sind in der gleichen Pappverpackung wie die PAL-Spiele auf den Markt gekommen. Auch inhaltlich ist das dem Grunde nach relativ identisch. Also ihr habt hier auch einen Pappschuber mit entsprechendem Modul. Was ihr aber hier schon erkennen könnt sofort, ist die Tatsache, dass das Modul anders aussieht. Also das ist jetzt so mehr viereckig und nicht so abgerundet wie die deutschen PAL-Module. Von daher passt es schon physikalisch nicht in den deutschen SNES. Deswegen habe ich mir dann auch diesen Adapter noch organisiert. Ja, das ist das Instruction Booklet, so wie es sich hier nennt. Ja, das ist jetzt hier mal ein bisschen vorblättern, dass wir hier nochmal ein bisschen vielleicht Bildchen zu sehen bekommen. Hier auch schön in Farbe, auch sehr nett gemacht, natürlich komplett auf Englisch, da das Eye of the Beholder für den SNES auch nur in Amerika auf den Markt gekommen ist.
Aber gut, das ist ja gar nicht schlimm. Deswegen habe ich mir auch dann den Adapter organisiert, weil ich dann auch ganz gerne dann, wenn es ein amerikanisches Spiel, wollte ich gerne das haben, weil ich einfach ganz großer AD&D-Fan bin und da auch schon, ja, so das ein oder andere, ja, der Golden Box Reihe, ja, so Pool of Radiance und was es da so alles gab, schon gespielt habe und natürlich auch Eye of the Beholder auf dem PC. Aber ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen. Das ist also jetzt mal hier die Verpackung eines US-amerikanischen Spiels. Ja, als nächstes hätte ich hier in der Sammlung noch ein Super Famicom Spiel der Japaner. Das ist ja der bekannte Titel Dungeon Master, den es ja auch auf dem Amiga schon gegeben hat. Ja, natürlich später dann auch auf dem PC, da war aber eigentlich die Dungeon Master Ära schon fast vorbei. Ja, und die Japaner sind natürlich, muss man sagen, fast wie immer am besten weggekommen. Ich meine, gut, jetzt hier hatte ich auch noch Glück, dass der Pappkarton auch wirklich sehr, sehr gut erhalten ist. Da muss ich mir noch was überlegen, wie ich den schön schütze. Aber die haben jetzt hier zumindest mal ja, so eine Kunststoff-Inlay, wo ich das Modul hier reinlegen konnte. Dadurch ist auch die ganze Verpackung insgesamt auch stabiler, weil dieses Kunststoff sich nicht so leicht zusammendrücken lässt. Und ja, das ist jetzt hier das Modul und man sieht, das ist jetzt hier so von der Bauform identisch mit dem europäischen PAL-Modul, würde also physikalisch passen. Aber ihr bekommt dann einfach ohne den Adapter kein Bild. Hier ist dann das kleine Booklet noch. Natürlich klar, logisch, komplett auf Japanisch. Aber auch schön bebildert. Ja, ist ein bisschen schmaler das Ganze hier, damit es halt auch in die etwas oder weniger breite Verpackung passt. Ja, auch sehr schön gemacht. Und hier nochmal alle drei kurz im Bild. Dann kommen wir mal ganz kurz noch so außer den drei gezeigten Spielen noch zu drei, vier anderen Modulen, die ich noch habe. Also da hätte ich jetzt hier einmal den Street Fighter 2, den musste ich mir einfach deshalb besorgen, weil ich ihn damals in meiner Jugend extrem viel auch gespielt habe, obwohl er jetzt auf dem SNES Mini natürlich auch irgendwo mit drauf ist, aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie wollte ich ihn einfach ganz gerne mal haben. Ja, dann habe ich mir die beiden Teile von Wing Commander besorgt. Ich bin ja so ein ganz großer Wing Commander Fan und habe mir dann hier Wing Commander Teil 1 und Wing Commander Secret Missions noch gekauft, die es auch so auf dem SNES nicht gibt. Und dann habe ich mir noch zu guter Letzt noch SimCity organisiert, beziehungsweise das war dann tatsächlich dann auch dabei bei dem Super Nintendo und mit dem habe ich ja auch die Maus ausprobiert, also das geht definitiv nicht. Ja, neben den bereits gezeigten Verpackungen und den losen Modulen gab es jetzt auch noch einige andere Spielmöglichkeiten. Es gab also auch sogenannte Big Boxen mit einem Spieleberater mit dabei. Ich blende es gerade oben mal ein. Insbesondere bei etwaigen RPGs wurden diese gerne immer auch mitgegeben. Das war so, ja, so ein Berater, der einen eben halt so ein bisschen auch eingeführt hat in die Art des Spiels, weil das ja sich bei uns einfach in Europa noch nicht ganz so etabliert hatte. Und ja, dann dachte man, das sei eine ganz gute Idee, damit wir hier irgendwie auch ja, auf der anderen Seite des Sees damit irgendwie klarkommen. Ich kann insgesamt den Universal Adapter hier an der Stelle schon mal sehr empfehlen. Ich finde einfach, dass es einfach eine sehr, sehr viel schönere Variante ist, als jetzt den Modulslot seines SNES dann entsprechend aufzufräsen. Hier müsst ihr einfach mal die Augen auf eBay oder wo sonst auch immer offen halten. Mit etwas Glück bekommt ihr diesen Adapter für irgendwie um die 20 Euro und dafür ist es dann echt in Ordnung, wenn man dann dafür seinen SNES im Originalzustand ja, lassen kann.
Ja, zum Schluss hatte ich euch versprochen, dass ich euch nochmal das Kabel zeige. Das ist ja hier das gleiche wie beim GameCube, zumindest hier so vom Anschluss her. Ich habe das Kabel öffnen müssen aus dem Grund oder nochmal öffnen müssen, weil ich hatte anfänglich immer das Problem, dass wenn ich den Super Nintendo angeschlossen habe, dass mir kurz das Bild angezeigt wurde und es wurde dann immer dunkler. Ist wohl so ein relativ bekanntes Phänomen und ich gehe mal davon aus, das hängt vermutlich irgendwie damit zusammen, dass das irgendwie an den TFT-Monitor nicht richtig abgegeben werden kann. Und von daher habe ich das Kabel hier geöffnet und irgendwo hatte ich dann im Internet eine Beschreibung gefunden. Also da gibt es so zusätzliche oder da waren noch zusätzliche Kondensatoren hier. Ich meine, bei dem grünen, blauen und hier irgendwie also bei den signalführenden Kabeln noch mit angegeben und diese drei Kondensatoren, die müssen ausgelötet werden. Ansonsten nehmen die eben das Bildsignal weg und dann, ja, das erzeugt dann das Phänomen, dass das Bild dann irgendwann immer dunkler wird, weil einfach dann das Bildsignal nicht mehr durchgelassen wird. Das wollte ich einfach nochmal hier am Rande euch nochmal kurz zeigen, falls ihr eventuell auch ein fertiges Gerät kauft mit Kabel und trefft vielleicht auf dem Fehler, weil im ersten Moment ja, ist man dann sofort irgendwo und denkt, oh Gott, mein SNES, den ich jetzt erworben habe, hier irgendwie gebraucht oder was ist defekt, aber hier lag es tatsächlich dann an dem Kabel.